Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fountain of Youth. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Und zwar habe ich mir überlegt, habe ich ja Ende letzter Folge gesagt, wir nehmen jetzt unser Bötchen, was wir da hinten haben. Ja, es ist kurz umgeparkt. Ich habe kurz mal getestet, wie das mit dem Fahren ist. Er lässt mich nicht aussteigen, wenn ich in der Nähe vom Dock bin. Keine Ahnung warum. Finden wir aber vielleicht noch raus, mal gucken. Aber ich habe überlegt, bevor wir jetzt in See stechen und irgendwie auf eine andere Insel fahren, möchte ich meine Hauptinsel hier noch erkunden. Zumindest soweit, was ich noch aus Erinnerungen weiß. Was wir noch finden können. Und, denn ein paar Materialien fehlen uns noch. Unter anderem finde ich auch keine Knochen. Und ich glaube, unterwegs finden wir noch Knochen. Wir werden definitiv uns ein Lagerfeuer mitnehmen. Zumindest die Materialien dafür, dass ich unterwegs vielleicht auch noch irgendwie unterkomme. Ich überlege gerade, normales reicht. 5 Stöcker. Wir haben genug Stöcker da. So, das haben wir. Dann möchte ich mir noch einen Speer craften. Am besten vielleicht gleich ein Steinspeer. Da brauchen wir einen Langstock, eine Steinklinge und ein Seil. Ein Seil, einen langen Stock und ein Steinspeer. Beziehungsweise eine Steinklinge. Die können wir uns schnell machen. Wo ist sie hin? Wo hab ich sie hingetan? Hier nicht, da nicht, da auch nicht. Da ist sie. Hallo Berenes, herzlich willkommen im Stream. Wie geht's, wie steht's? So, zack, Steinspeer. Hä? Ich hab doch die Klinge oder was? Den Steinschneider. Habe ich den nicht gerade gecraftet? Hä? Darf ich den nicht ausgerüstet haben oder was? Es ist ein Ja, das ist ja, also, höre mal. An der Werkbank, ups. Unsere Werkbank. So. Die haben wir dann schon mal. Und dann wurde ich gerade auch schon gefragt. Wir nehmen dann doch so einen Stein mit zwecks reparieren. 2 Stück. Und dann wurde ich gerade schon gefragt, was befindet sich denn eigentlich am Ende der Höhle? Und da gehen wir gleich mal gucken. Ich werde mir mal kurz hier Früchte reinpfeifen. Und draußen noch einen Schluck trinken. Und dann können wir los. Ich habe schon so, ich weiß noch, den Steinbruch, da weiß ich noch, wo der sich befindet. Und dann, ach, hier kann ich gar nichts mehr trinken. Gut, dann nicht. Wir haben eigentlich genug. Vielleicht nehmen wir uns noch eine Coconut mit. Die können wir unterwegs auch trinken. Ah, nehmen wir uns 2 Kokonüsse mit. Kokonüsse. Und den Speer haben wir ausgerüstet. Den nehmen wir gleich mal mit. So, let's go, Leute. Ich muss mal gucken, hier sind ab und zu ein paar, ihr wisst schon, wie heißen sie? Skorpione. Zumindest in der Demo. Daran kann ich mich noch erinnern. Da. Da rennen sie schon rum. Mistviecher. Da ja auch noch 2, weißt du? Dass du da schön reintreten kannst. Knochen bräuchten wir halt echt noch unbedingt. Stöcker, naja. Und zwar dürfte mich, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte es hier nichts geben. Wir kommen einfach nur hier raus. Das ist sowas wie eine kleine Abkürzung. Da fällt mir gerade ein, ich habe was zu Hause vergessen. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe was vergessen. Und wer es nicht im Kopf hat, hat es an den Beinen. Ich habe nämlich gesagt, was wir auf jeden Fall noch mitnehmen sollten, ist Holzkohle. Wenn ihr wissen wollt, warum? Ganz einfach, weil wir jetzt den einen oder anderen hohen Baum und die hohe Klippe quasi... Och, da bin ich schon in einen reingetreten. Autsch. Einen hohen Baum oder einen hohen, eine hohe Klippe erreichen werden. Und da wollen wir natürlich zeichnen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Holzanmacher. Halt ein paar Stöcker. Und Zunder. Mach an jetzt, Kumpel. Er kriegt's nicht an. Guck dir das an. Alle guten Dinge sind 3. So, und dann wollte ich mir Holzkohle herstellen. Und zwar am besten 8. Die dürften jetzt nicht so schwer sein im Inventar, hoffe ich. Ja, guck mal. 1,6. Ist vollkommen in Ordnung. Und dann nehmen wir uns nochmal ein paar Stöcker mit. Zwecks Lagerfeuer für unterwegs. Und jetzt können wir aber los, Leute. Jetzt können wir los.
Jetzt dreh dich wahrscheinlich wieder in den Skorpion. Auch mal irgendwie, weil du so ein bisschen weiter links. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir hätten vielleicht uns auch noch einen Schlafsack craften können für unterwegs. Wir können mal kurz gucken, was braucht das Bett. Fünf Palmwedel. Oh, die habe ich alle schon geerntet. Okay, die werden wir auf jeden Fall finden. Die werden wir auf jeden Fall... Weil da hinten ist der nächste hohe Baum. Seht ihr das? Und den wollte ich auf jeden Fall schon mal zeichnen. Da brauchen wir auch Seile, fällt mir gerade ein. Seht ihr das? Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Ich sag's immer wieder. Was gut ist, da hinten, der steht da im... Ah, da habe ich schon ein Seil rangebunden, glaube ich, an den. Dann gehen wir gleich mal hoch. Es ist eh gerade gutes Wetter. Und da kann er gut zeichnen und weit gucken. Und es wäre vielleicht eigentlich ganz schlau, wenn wir uns erst das Fernglas holen. Naja, okay, den Baum machen wir jetzt so, den großen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Baum? Ob ich... Diese Schlangen, Junge, ich sag's euch. War schon die nächste. Jetzt spawnen sie die aber auch schön in meiner Nähe, hört ihr das? Immer eine nach der anderen, so. Irgendwo ist hier schon eine Leiter dran, Leute. Da. Ah! Ich hab's doch gesagt, ey! Zum Glück nicht vergiftet. Ich hasse diese Viecher. So, ab auf den Baum. Ein bisschen wieder rumkritzeln, tatsächlich. Dann können wir mal gucken, hier oben was. Nächste wieder Eier. Ja, wir nehmen alles mit. Nein! Okay, die Sicht hat noch gereicht. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn es jetzt zu dunkel ist oder zu schlechtes Wetter, das wäre richtig kacke gewesen. So, okay, das haben wir. Aber Lianen und Dings wären nicht schlecht tatsächlich. War das schon wieder die nächste? Das ist einfach so dunkel. Lass mir hier Ruhe. Ah, hier ist die Bucht. Guck mal. Da oben ist so ein... Ah, wollen wir da mal gucken gehen? Komm, wir gehen da mal gucken. Da oben ist auch noch eine... Ich wollte ja eigentlich ursprünglich mal gucken. Man lässt sich immer so ablenken. Und zwar das Fernglas. Das steht, glaube ich, genau hier. Das steht auch da. Dokument. Da ist die Höhle. Markierte die ungefähre Position zweier Frischwasserquellen. Auf der Karte. Da und... Ah, hier ist doch die Bucht. Ey, das ist doch da. 100 pro. Da ist die Bucht. Und da... 100%ig ist das hier. Oh, Vorsicht, hier ist dunkel. Oh, ich sehe gar nichts. Ist das tief? Hallo? Einfach überhaupt nicht gesehen, wo ich runterfalle. Aber nicht lang nachfragen. Es hat funktioniert. Und mal gucken, ob das da ist mit dem Fernglas. Weil es würde passen. Was ist denn hier? Auf dem Schrott. Will ich nicht. Macht gleich, dass es weggeht. Es würde passen von der Bucht her. Von daher. Ein Hühnchen. Wow. Evi, dankeschön für deinen Raid. Herzlich willkommen. Hallo Spalling. Grüße. Was habt ihr gezockt? Wir bräuchten auf jeden Fall hier ein paar. Und eigentlich noch Lianen für Under Ray, aber... Hallo Evi, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Was habt ihr gezockt? Wie Sportling einfach reinkommt und das Erste, was er eingibt, ist Ausrufezeichen OnlyFans. Wir waren auch in Survival Fountain of You. Ah, okay. Wie weit seid ihr schon? Oder habt ihr heute erst angefangen? Oder
So, da oben, guck mal, da ist so eine... Da ist so eine, Ruine. Ich glaube, da wird er das Fernglas versteckt haben. Oder fallen lassen haben, denke ich. Nehmen es aber nicht mit. Den Stinker nehmen wir nicht mit. Hab im August 22 die Demo gespielt und wollte mir Access angucken. Ich habe auch die Demo tot gesuchtet. Wir haben gestern schon den ganzen Tag gespielt. Und sind schon ein bisschen weiter, würde ich behaupten. Jetzt klappere ich gerade so ein bisschen die Mission ab. Eine schöne Schlange. Blätter. Ah ja. Noch irgendwas. Und hier sind Knochen. Juhu. Rinde. Feder. Obsidianscherbe. Ja, das sieht doch schön aus. Knochen haben wir eh gebraucht. Fischkrete. Okay, auch gut. Und noch ein Stück der Karte. Stück 2 der Karte. Seile. Hier ist auch noch ein Eier. So, wie viel brauchen wir denn? Wie viel haben wir denn? Was können wir denn? Was machen wir denn? Uns fehlen jetzt noch 3. Okay. Komm ran! Kaka, du. Das war knapp. Aber der hat auch keine Knochen. So, eins haben wir. Nochmal Wasser. Ach stimmt, es hieß ja, das Fernglas ist da, wo Glühwürmchen rumflattern. Müssen wir uns dann nochmal angucken. Wir machen jetzt hier erstmal die Ruine. So, ein Stückchen haben wir, zwei brauchen wir noch. Hier auch noch irgendwo geben. Denke ich. Für welche Items hast du dich am Anfang entschieden? Für den Rucksack, für die Axt und für das Feuermachtding. Und du? Mal gucken, muss ich hier irgendwo rumliegen. Da war jemand in der Nähe. Damn, ich habe nur 2 genommen. Konnte man 3 nehmen, wenn man den Rucksack nimmt. Ja. Du hast nur 2 genommen. Naja, nur die Harten kommen im Garten, wa? Also. So, wo ist denn jetzt hier noch? Okay, haben wir das schon? Ach, selber, ja. Können wir mitnehmen. Feuerstahl und Axt hast du genommen, okay. Also quasi wie ich, nur ich habe nur den Rucksack. Noch einen Stein, den nehmen wir auch mit. Steinhaufen, naja. Vielen Dank fürs Followen. Ich werde mich auf jeden Fall mal für den Raid revanchieren, wenn du online bist und ich mal offline gehe. Ah, hier ist noch eins, guck mal. Aber die Knochen hätte ich schon gerne. Ah, brauchst du eine Schaufel für? Wir haben ja jetzt Knochen. Jetzt fehlt mir noch ein Ding. Aber ich bin ja auch Survival-Profi. Stimmt, du ziehst einfach mit 2 Gegenständen los. Ich habe das schon verstanden. Noch ein Stein. Guck mal, ich habe gestern die ganze Zeit rumgemeckert, dass es keine Steine gibt. Das ist das Letzte. Wir haben alle... So.
Das ist wieder ein Lied vom Wasser und so. Okay, hat man das schon mal quasi fertig. Jo, dann lasst ihr schmecken auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für den Raid und herzlich willkommen nochmal an alle. So, da haben wir ein Hühnchen. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Auf dem... Wann jetzt hier... J. Das müsste ja dann da unten sein. Wie spät ist es? Erst mitten in der Nacht. Das heißt, da wo Glühwürmchen sind. Rein theoretisch dahin. Dann hätten wir schon mal das Fernglas und dann decken wir nämlich, glaube ich, auch mehr auf. Da hinten leuchtet. Dann decken wir, glaube ich, auch mehr auf, wenn wir auf dem Baum sitzen und so weiter. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, jetzt brauche ich eine Schaufel, wa? Ne, da liegt's. Geh zum Berg! Haben wir. Blick vom Berg. Das Fernrohr wird mir helfen, mich auf der Insel der Hoffnung umzusehen. Ich sollte zum indianischen Observatorium gehen. Am besten tagsüber und bei gutem Wetter, sonst kann ich nichts sehen. Geh zum Berg. Es muss einen Weg hinauf geben. Ja, schaffen wir doch. Space Goat One, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Followen. Das Witzige ist, wir sind eigentlich schon relativ weit vom Craften und so weiter her. Haben aber noch nichts von der Story gemacht. Was eigentlich aber ganz gut ist. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich gar nicht so schlecht equipped. Und können losziehen. Und wir sind jetzt hoch auf dem Berg. Das kriegen wir doch hin, würde ich sagen, würde ich. So, Bergsteiger Chris ist am Start. Was sind das hier eigentlich für Pflanzen? Die kenne ich auch noch gar nicht. Eine Drachenfrucht. Ja, guck mal. Kann man doch bestimmt snaggen, oder? Die geben gut Wasser. Das kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Hier sind noch Steine. Wir haben aber 3 dabei. Das reicht mir. Muss halt echt aufpassen, wenn du beim Spiel einen Bruch hast, ist der Horror, sag ich dir. Bist du so langsam. Aber guck mal, Stärke hoch. Es gibt doch irgendwo einen Pfad, das weiß ich noch. Aber die Frage ist, sucht man den ewig? Oder spielt man Bergsteiger? Ich glaube, ihr könnt an meinem Weg erkennen, wie ich mich entschieden habe. Okay, da geht es gar nicht weiter erst. Gut. Es gab hier noch irgendwo den Pfad. Weiß aber nicht wo. Guck mal, weil hier kommst du locker flockig hoch. Zack. Und puff. Und peng. Und die Frage ist, wie weit hoch kommst du hier? Und wann rutscht du ab und fällst komplett runter? Dann ist natürlich Polen auf dem Seil. Da will man nicht hochkommen. Geht's jetzt hier echt nicht weiter? Muss man doch den Pfad suchen? Den Pfad der Erleuchtung? Was ist denn dieser... Mensch. Der Kuchen, die Krümel haben Sendepause, wenn der Kuchen spricht. Oder wie war das? Mal kommen wir da hoch und dann darüber. Da lang vielleicht. Hier sogar lang. Natürlich ist hier so ein Knick. Das lassen wir. Darüber. Gehabt. Das könnte klappen hier, aber. Anstatt einfach den Weg zu suchen, weißt du, mache ich hier wieder so ein Offroad-Gedöns. Das sind halt die typischen Abkürzungen. Hallo Klopfer, willkommen im Stream. Das sind die typischen Abkürzungen, Leute. Wer kennt sie nicht? Und meistens geht das auch schief. Guck mal, aber hier rein kann ich mich erinnern. Hier muss dieser Pfad irgendwo sein. Da ist nämlich so ein Baum mit Steinen drum. Das sieht gut aus. Da sind noch ein paar Hamster. Oha, biegsamer Ast.
Na komm her, du Hamster. Ach, komm doch. Oh, biegsamer Ast. Die haben wir jetzt aber so noch nicht gebraucht, wa? Ich bin überladen. Digi, wie schwer ist denn so ein biegsamer Ast? Oh, ich habe aber Lianen. Wo habe ich denn die Lianen her? Dann craften wir doch natürlich gleich mal ein Seil draus. Brauche ich zwar gerade nicht, aber brauchen wir später. Obsidian-Axtklinge. Okay, eine Obsidian-Axt werden wir uns auf jeden Fall auch machen. Obsidian-Messer, aber da brauchen wir das. Können wir alles erst machen, wenn wir zu Hause sind. So, wo ist denn hier mein Seil eigentlich? Ah. Machen wir gleich mal zwei draus. Und warum sind jetzt die bitte so schwer? Die biegsamen Äste? Wiegen einfach drei. Ich weiß noch nicht mal, wofür ich die brauche. Lassen wir erstmal hier. Was ist das denn hier? Noch so ein Wasser, guck mal. Drunk. Oh, die Knochen nehme ich gerne mit. Die wiegen anscheinend auch nicht so viel. Ah, ich würde sagen, ich habe den Pfad gefunden. Und wisst ihr, was witzig ist? Oh, ich habe einen Vorteilspunkt erhalten. Wichtig, werden wir gleich. Wir haben drei Stück, werden wir gleich mal ausgeben. Und zwar, dass ich mehr XP-Punkte kriege. Jede fünfte vollendete Überlebensaufgabe gewährt einen Vorteilspunkt. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Irgendwas mit Essen oder Trinken. Was geht immer schneller runter? Trinken ist einfach am blödesten. Bei Essen findest du überall. Guck mal, ich hätte hier durchkämpfen müssen. Wir sind einfach, ich hab's euch gesagt. Abkürzung. Oh, ein Topf. Oh, überladen. Ich bin überladen. Ich kann die doch mehr tragen. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir haben einfach 15 Kohle dabei. Wisst ihr Bescheid. Die Eier könnte man roh essen. Und dann wegschmeißen. So. Federn, die wiegen insgesamt 0,8. Ein Stück Rinde brauchen wir gerade nicht. Wir schleppen zwei große Steine mit uns rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann folgen wir doch mal hier dem Pfad. Ist noch Obsidian, wa? Es gibt ein schönes... Es gibt ein schönes Werkzeug, du. Okay, hier ist irgendwie so eine Ruine. Was ist das hier? Ein Haufen Schrott. Will man natürlich kaputt machen. Nee, nee, wollen wir natürlich nicht. So. Hier geht's doch auch hoch, wo wir hin sollen, wenn wir nicht alles täuschen. Wir haben auch gerade gutes Wetter. Immer Ausschau halten, Leute. Hier liegen immer Sachen übelst in den Ecken rum. Aber ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern aus der Demo. Gab's das schon in der Demo? Ich glaube schon, aber vielleicht sah das auch einfach anders aus. Anders. Ist aber auch schon wieder übel lange her. Direkt auf ihr Kopf. Auf ihr Kopf. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ja, hier geht's weiter. Ah, hier konnte man mit einer Spitzhacke Steinablagerung. Ah ja. Da konnte man sich gut mit Steinen eindecken. Vor allem, wenn du mit so einem Wagen hier bist. Ja, das Geräusch, das freut mich doch schon zu hören wieder, oder? Da kommen wir von unten. Das heißt, entweder sind wir auf dem falschen Berg. Das geht ja noch woanders lang. Da ist eine Drachenfrucht und sonst geht es nur nach unten. Also, wir sollen ja auf den Berg. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Hier geht es gar nicht höher. Dann gehen wir mal hier lang. Ich kann mich noch erinnern, oben war auf jeden Fall so ein Rondell. Aber da geht's wieder nach oben. Hier sind Vögel. Wir könnten natürlich auch uns eine Angel langsamer machen. Das heißt, wir könnten die Würmer mitnehmen, aber... Könnte, könnte, könnte. Man kann im Spiel so viel. Komm her, du Wurm!
Oder neben. Da geht's nach oben, aber hier ist auch eine Tür. Ein Tor. Da kommst du auch von unten. Ja, 1000 Wege führen nach Rom und ich habe nicht einen gefunden. Schön, oder? Wir sind einfach über den Fels geklettert. So. Hallo? Oh, hier ist Bambus. Bambus brauchen wir. Ja, dich brauchen wir auch, wa? Auf dich hat die Welt gewartet. Und irgendwo klappert's doch hier schon wieder. Hier klappert's wohl, Junge. Was? Nochmal, da klappert's nochmal. Ey, da rechts auch, oder? Ja, was ist denn hier los? Schlangenplage oder was? Ich würde schon gerne Bambus mitnehmen, weil Bambus kann man gebrauchen. Können wir sogar tragen. Hier oben ist windig. Guck dir das an. Was haben wir denn freigeschalten? Und zwar haben wir Obsidiansäge. Okay, würde ich jetzt, finde ich jetzt nicht so wichtig, weil Sägen tun wir nicht so oft. Eine Fischgrätennadel. Die brauchen wir sogar. Die können wir auch gleich mal herstellen. Da schalten wir nämlich schon wieder Sachen frei. So, dann haben wir eine neue Pfeile, Obsidianpfeile und neue Klamotten. Und zwar einen größeren Köcher. Dann haben wir den Palmsaftsammler. Bringe ihn an einer Dattelpalme an, um Saft zu sammeln. Dann kannst du Dattelpalmsaft sammeln. Guck dir das an. Und dann haben wir hier noch Bambusgefäß. Da kannst du wahrscheinlich mehr Wasser tragen. 15 anstatt 10. Jo. Okay. Wie viel Bambus haben wir jetzt? 3. Ich würde nochmal gerne 3 mitnehmen. Schöne Axt kaputt. Reparieren. Ren. Bisschen Platz hätten wir noch. Ja, komm, 6 reichen erstmal. Ich weiß nämlich, dass wir hier noch Ton finden. Ja. Und schon bist du überladen. Klasse, prima. Freude, Jubel. Aber mit dem Ton habe ich jetzt nichts freigeschalten. Doch, habe ich. Guck. Da. Guckst du. Eine Töpfereiwerkbank. Ein Brennofen. Da brauchen wir 2 Tonstückchen. Und eine Chemiewerk. Also 3 Tonstückchen sollten wir schon mitnehmen, Leute. Und Kohlemeiner auch noch. Also 3 Tonstückchen müssen wir mitnehmen. Und wenn ich irgendwas hier lasse, was... Keine Ahnung. Hier ist ursprünglich, wenn es regnet, nämlich Wasser drin. Eigentlich. Guck mal hier. Hier ist sogar noch Wasser. Guck mal an. Hier gab es, glaube ich, noch irgendwo Ton. Da. Also 3 würde ich gerne schon. Über 3. 3 Ton. Gibt es hier noch was Neues? Ne. Das sind die Eukalyptus-Dinger. Eukalyptus. Hier gibt es eh nur 4. Wie viel sind wir jetzt schwer? Wenn ich jetzt die Klinge noch ganz mache. Wieso kann ich die nicht reparieren? Das ist ja verrückt. Gut, der wiegt halt auch, war 3. Das wird nix. Sind einer. 6 wiegt einer. Okay, wir sollten einfach so nach Hause. Okay, ich mache mich auf den Weg nach Hause und wir gucken mal, was wir neu craften können. Auf jeden Fall können wir Obsidian-Speer machen und Obsidian-Spitzhacke. Das würde mir schon mal weiterhelfen. Und ein Knochenmesser. Und dann sind wir schon mal deutlich besser ausgerüstet. Da müssen wir nicht ständig reparieren. Das hört sich auf jeden Fall nach Plan an. Ich werde mich jetzt erstmal nach Hause machen. Wir machen an der Stelle für die YouTube-Folge einen Cut. Und wir sehen uns dann zur nächsten. Schaut mal auf dem Uncut-Kanal vorbei. Ihr seht, es geht schon langsam nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr mithelft, die 1000 voll zu machen. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video von Fountain of Youth. Weiter geht's. Bis
dahin. Tschüss. I must venture forth, uncover the fate of my crewmates. These paintings, these inscriptions. What if I can find it?